In diesem Video werdet ihr die besten U16 Talente aus ganz Deutschland. Talente von Bayern München, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Hertha BSC, Arminia Bielefeld und viele weitere waren dieses Jahr beim Freeway Cup 2024. Ich würde sagen, lasst jetzt schon mal ein Like da und ein Abo. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Que pasa, locos? 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 Yuli Rodriguez, mi hermano. Que pasa, locos? Que pasa, locos? Joan Rodriguez, heute mal wieder am Start. Und wie auf Insta schon erwähnt, bin ich heute beim Freeway Cup hier in Lübeck. Hinter mir könnt ihr sehen, Werder macht sich jetzt schon warm. Es wird ein geiles Turnier. Also, wenn ihr heute das Video seht, morgen noch ein Video und übermorgen noch ein Video und übermorgen noch ein Video. Also, lasst jetzt schon mal ein Like da. Danke für die 10.000 Abonnenten auf YouTube. Danke für deinen Support. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Da sind wir Müller natürlich. Und los geht's, Logos. Erstes Spiel hier beim Freeway Cup 2024. Stuttgart gegen Werder Bremen. Abschluss. Was für ein Zweikampf da hinten, er pfeift nicht. Da wollte er den Elber bei den Siebener. Puh! Erster Abschluss. Abschluss. Boah. Und da ist das 1:0 für Stuttgart. So, Logos, das war das erste Tor des Turniers hier beim Freeway Cup 2024. Stuttgart führt 1:0. Boah, da kommt der Keeper nicht dran. Wunderschönes Tor. 2:0 Stuttgart. Von den Spielern braucht man das. Und das 3:0 für Stuttgart. Nochmal. Macht der Start. Und ja, Logos, das war das 4:0. Stuttgart dominiert hier gegen Werder Bremen. Enes mit der Nummer 7, noch ein Zü dahinter. Geisteskrank. Boah, und da rutscht er irgendwie durch. Stuttgart 5, Werder 0. Jetzt versuchen. Und, oh, schlau gemacht. 5:1. Und da ist das 6:1. Stuttgart mit der direkten Antwort. Oh, da verliert der Keeper den Ball. Die Möglichkeit jetzt für Werder, das zweite Tor zu erzielen. Machen wir! So, Logos, erstes Spiel hier beim Freeway Cup und direkt 8 Tore. Geisteskrank. Oh, da kommt der Keeper gut raus und der ist das dritte Tor für Werder. Schade. Die Idee war gut, leider geht der Ball nicht rein. Und das Tor! 7:2 hier gegen Werder. Was für ein Banger! So, Logos, Stuttgart zerstört Werder Bremen im ersten Spiel. 7:3, 10 Tore im ersten Spiel. Geisteskrank. Okay, Logos, nächstes Spiel. Hamburger Sportverein gegen Köln. So, Logos, da machen sich die Mühlis warm. Und los geht's hier mit dem zweiten Spiel beim Freeway Cup 2024. Kontermöglichkeit jetzt für Köln in Überzahl. 2:1. Ah, super! Verteidigt. Jetzt die Möglichkeit für den HSV, hier das erste Tor zu erzielen. 1:0 HSV. So, Logos, der HSV geht hier mit 1:0 in Führung gegen Köln. Abschluss. Spiel einfach, spiel einfach.
Spiel einfach. Opa, sehr stark. Ja, muss ich aber so viel erklären. Einfach spielen. So, Logos, dieses Spiel ist auf jeden Fall ausgeglichener. Köln hier sehr stark mit dabei. Die Chancen gehabt und leider noch kein Tor erzielen können. Stark verteidigt, Konter jetzt für den HSV. 2 gegen 2. Abschluss. Oh, kommt zum Abschluss. Und da ist das 2 zu 0. Der HSV macht hier mit das 2 zu 0 gegen Köln. Noch 4 Minuten zu spielen. Oh, super Ball. Abschluss. Was für ein Banger. In den Winkel. Köln verkürzt auf 2 zu 1. So, Logos, es sind noch knapp 3 Minuten zu spielen. Der HSV führt hier minimal 2 zu 1 gegen Köln. Boah, macht das stark. Schießt. Das wäre gut gewesen, da pfeift er aber sehr stark. Boah! Ausgleich, FC Köln 2 zu 2. Das Spiel wird noch spannend. So, Logos, das Spiel endet 2 zu 2. So, Logos, nächstes Spiel. Die Mühlis, hier die Auswahl aus der Region gegen Mainz 05, die Sieger von vergangenen Jahr. Jetzt geht das ganz ruhig an. Oh, und da geht er vorbei. Super gehalten, Junge. Boah, guckt euch die Halle mal wieder an. Wieder ganz aus. Und er rutscht rein. 1-0 für Mainz. So, Logos, Mainz führt hier 1-0 durch einen kleinen Wechselfehler von den Mühlis. Ab. Boah, macht er überragend, der Junge. Überragender Ball und der geht durch die Beine. Mainz 3, die Mühlis hier, leider 0. So, noch eine Chance für Mainz hier, das 4 zu machen. Und da ist das 4 zu 0 für Mainz. So, Logos, die Mainzer gewinnen hier mit 4 zu 0 gegen die Mühlis. So, Logos, da macht sich die Arminia warm. So, Logos, nächstes Spiel, Bielefeld gegen Bayern München. Was für eine Stimmung hier in der Halle. Und los geht's, Logos, hier Arminia Bielefeld gegen Bayern München. Oh, fast ein Tor. Und das 1-0 für die Bayern. So, Logos, Bayern macht hier mit das 1-0. Boah, macht er sehr stark. Boah, da kann er selber zum Abschluss kommen. Entscheidet sich leider falsch in diesem Fall. Und natürlich darf Wiese nicht viel mit der 7. Was hat die Nummer 3 für eine Frisur, bitte? Geisteskrank, dass er sich sowas traut. Der Ronaldo-Frisur von damals. Abschluss von Bielefeld! Kann der Keeper parieren. Habt ihr es gerade gesehen, die Nummer 3, die Frisur? Geisteskrank, dass er sich sowas traut. Richtig geil, ich feier sowas. Da kommt er. Schade. Der Schlau in die Torwart-Ecke. Bayern 2, Bielefeld 0. Ach, Schuss. Da macht er das 3 zu 0. Dann haben wir ihn. Er sucht den Abschluss. Und über Umwege 4-0 Bayern. Super Ball. Boah, macht der stark, Junge. Macht der ihn. Ah, der Ball bleibt ticken zu kurz. Konter jetzt Möglichkeit für Bielefeld, die nicht ausgerüstet. Opa. Und das erste Tor von Bielefeld hier. So, Logos, Bayern gewinnt gegen Bielefeld 5 zu 1. So, Logos, nächstes Spiel, VfL Bochum gegen den ersten FC Union Berlin. Boah, ui, knapp vorbei.
Wenn ihr euch erinnern könnt, war ich bei einem Spiel, Regionalligaspiel Union Berlin gegen Tennis Borussia, wo Union leider 2:1 oder 1:0 verloren hat. Und da sind auf jeden Fall schon sehr viele Spieler aufgefallen. Ablösung, oh, schade. Da machen sich die Dortmunder auf jeden Fall warm. Ein paar kennen wir auch, Leipziger auch. Voll frei, Abschluss. Und wieder kratzt den dann eben wieder auf. Raus. Sehr stark. Abschluss, Abschluss. Trier. Und nein! Das 1:0 für Bochum. So, Logos, Bochum geht ja mit 1:0 in Führung. Anschlusstreffer Berlin. Und Bochum macht direkte Antwort. 3:1 Bochum. Boah. Und wieder ein Fass-Eigentor. Bochum mit dem 4. Tor. Und Schluss, Bochum gewinnt hier 4:1 gegen Union Berlin. So, Logos, da macht die Werder warm. Nächstes Spiel, da ist wieder Dortmund. Nächstes Spiel, Gladbach gegen Leipzig. Torfehler kann man sagen. Gut gegen den Ball. Starke Parade, aber der Nachschuss geht rein. 1:0 Gladbach. Möglicher jetzt für Leipzig. So, Logos, jetzt die Möglichkeit hier für Leipzig, Anschlusstreffer zu erzielen. Und er geht rein. 1:1 Leipzig. Und das 2:1 Direkt. Die Antwort von Borussia Mönchengladbach. Boah, da berührt der Keeper ihn noch. Super gemacht. Zum Abschluss kommt. Hey, 2 Minuten. Da muss er auch 2 Minuten geben. Gibt er die? Er gibt natürlich auch 2 Minuten. Sehr gut gepfiffen von den Schiedsrichter. Und er ist schnell gespielt. Schade. Puh. Ja, war ja schnell unten. Und ja, Logos, ihr seht, hinter mir machen sich die Wolfsburger noch, Schalke noch warm. Sie spielen nämlich gleich. Boah! Da geht der Ball flach durch. 15 Abdul Maki, und die direkte Antwort! Gladbach, er hört auf 3:2. Direkte Antwort von Gladbach. Und Schluss, die Gladbacher gewinnen hier mit minimal 3:2 gegen RB Leipzig. So, Logos, nächstes Spiel, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Die Dortmunder kennen wir sehr, sehr gut und natürlich die Berliner kennen wir auch gut. Ich gehe mal davon aus, dass sie eine Minute für den verstorbenen Präsident machen werden und das müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, im Alter von 43 Jahren, plötzlich und unerwartet verstorben. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie, den Freunden, den Wegbegleitern und der gesamten Hertha-Familie mit allen Teams und den Fans. Und los geht's, Hertha gegen Dortmund. Die erste Chance für Dortmund. Knapp daneben. Boah, Kontermöglichkeit jetzt für Hertha BSC. Gut pariert von dem Keeper. Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel bis jetzt. Ja.
Hertha spielt klar und das 1:0 für Hertha. Hertha geht hier 1:0 in Führung gegen Dortmund. Oh, da war Mikey mit der Chance. Zu zentral der Abschluss von den Dortmundern. Doch da! Jetzt fehlt der Ausgleich. Keine Drehung, oh, super Parade, super Doppelparade sogar. So Logos, es steht hier weiterhin unentschieden 1:1. Sehr interessantes Spiel, sehr intensives Spiel. Gib mal Wunde! Jetzt geht es in die heiße Phase. Und Hertha geht hier in Führung. 2:1 Hertha. Macht ja super, Hertha geht hier 2:1 gegen Dortmund in Führung. Dortmund jetzt mit Spielertorwart. Fehler im Aufbau, der rutscht da durch! Dortmund mit dem dritten Tor, 3:1. Hertha führt jetzt 3:1. So Logos, nächstes Topspiel hier. Schalke 05 gegen VfL Wolfsburg. Let's go! Kontermöglichkeit jetzt für Wolfsburg. 3 gegen 1, 3 Schalke hinter dem Ball. Kontermöglichkeit jetzt wieder für Wolfsburg. Da wird er gestoppt. Super von den Schalkern. Konter jetzt wieder. Der Ball durch die Beine. Abschluss. So von dem Keeper. Gutes Spiel. Oh, mit Hacke nochmal. Richtig schön. Gut von Max, Junge. Sehr stark. Überragend da rausgekommen. Stark gehalten von dem Keeper hier. Boah, macht er um. Souverän, sehr stark, Junge. Die Nummer 9 von Schalke erinnert mich so ein bisschen an Keke Top von der Spielform her, von der Statur her. Macht er super. Oh, komplett allein, er ist direkt in der Keeper! Unentschieden! Wer von euch hat Bock auf ein T-Shirt? So, Logos, nächstes Spiel: Hertha gegen Arminia Bielefeld. So, jetzt schießt ihr die Simon aus. Nachschuss. Weiter. Kein Tor. Konter jetzt in die Feld. Spiel rüber. Boah, was für eine Grätsche, Junge. Überragend. Überragende Grätsche gerade. Boah, was für ein Tempo. Macht er schlau. Abschluss. Oh, 1:0 Hertha. Hertha macht gewinnt das 1:0 gegen Bielefeld. Und der Ausgleich von Bielefeld. Oh, mit links. Oh. Bielefeld geht hier in Führung, 2:1 Bielefeld. Ah, nein, Junge. Oh, was für eine Grätsche. Überzahl für Hertha jetzt. Super ausgespielt. Unentschieden. Ausgleich. Hertha macht das 2:2. Überzahl jetzt wieder für Hertha. 3 gegen 3. Er schießt. Boah. Ui. Und Hertha. Hertha dreht das Spiel gegen Bielefeld, die müssen auf jeden Fall aufwachen hier. Jetzt geht's. Junge! Was für ein Banger von der Nummer 7. Hertha hört auf 4:2. Junge, was für ein Banger. 4:2 für Hertha.
Locos, Bielefeld stark angefangen, doch leider auch nachgelassen. Hertha dreht das Spiel und gewinnt 5:2. So Locos, nächstes Spiel der Klassiker hier in Deutschland. Bayern gegen Borussia Dortmund. Boah, super Parade, aber super Abschluss da von dem 15er. Der US-Amerikaner. Super antizipiert. Oh, das 1:0 für Bayern. Bayern nutzt direkt die erste Chance, die sie haben. Und natürlich, wer denn sonst? Lennart Kall. Oh, und der Ausgleich. Dortmund braucht nicht lange, um hier den Ausgleich zu erzielen. 1:1. Super Ball. Boah, mit links. Oh, ich hab da Hand gesehen. Überzahl. Jetzt die Chance für Dortmund. Oh, schade. Immer noch Dortmund. Macht der überragender Junge. Nicht verlieren. Abgesucht, so schnell es geht. Sauber. So, Lokos, momentan ein sehr intensives Spiel, sehr interessant aber auch. Oh, mit Hacke, als Gegner gegen den Keeper. Er hält überragend gehalten. Oh, nein. Nein, überragend. Die Chance für die Bayern. Führt hier, 2:1. So, Lokos, noch knapp über eine Minute zu spielen. Bayern führt hier weiterhin 2:1. Und das 3:2. Bayern erhöht auf 3:1. Und Anschlusstreffer. Es zählt aber nur noch 4 Sekunden zu spielen. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und das war's. Bayern gewinnt hier 3:2 gegen Dortmund. So, Lokos, nächstes Spiel hier bei Freeway Cup 2024 heißt Schalke 04 gegen VfB Stuttgart. Let's go! Möglichkeit jetzt für Stuttgart. In den Rücken ist Spiel leider. Macht er stark. Abschluss. Oh. Da geht der Ball leider rüber. Oh, und der geht rein. Schalke geht hier in Führung. Der Keeper rausgekommen. Ah, schade. Fehler jetzt. Oh. Und da ist der Ausgleich. Stuttgart gleicht das Spiel aus. 1:1. Und das war das 2:1 von Stuttgart. Die drehen hiermit das Spiel. Nein! Oh, super Parade, aber was macht der Siegner da? Stuttgart erhöht auf 3:1. Schluss! Stuttgart gewinnt gegen Schalke. 3:1.
Okay, Lukas, nächstes Spiel. Bayern München gegen Werder Bremen. Macht der gut, der 13, der 15er von Werder, da gegen Risi. Durch. Super Ball. Rüber. Oh, da muss er reinlaufen. Vorteil. Überzahl Werder. Oh, da bleibt der Ball leider. Ey, was hat Risi da versucht? Stellt euch mal vor, da wäre durchgegangen, geisteskrank. Bayern? Ja. Ich hoffe, Werder irgendwie so ein bisschen Hoffnung, oder? Also ich bin Bielefeld-Fan, aber ja. Was soll ich sagen? Und schieß. Na Schuss. Aber nicht. Hier wollte gehen. Gut von dem Keeper. Überragend. Von dem Werder-Keeper, sehr stark gemacht. Oh, Überzahl. Nein, spiel rüber. Da war die Möglichkeit für Werder, hier in Führung zu gehen. Schon wieder hält der Keeper von Werder das 0:0. So, Lukas, Bayern geht hier mit 1:0 in Führung und Werder sonst, wenn nicht, Lennart Karl. Jetzt gegen den Ball, arbeitet er aber auch genau so gut. Kommt er an? Gut, aber nach hinten gesprintet, sehr stark. Kontermöglichkeit für Bayern, 3 gegen 1, Lennart für Uzi. Yo! Gut gespielt! Oh! Werder! Macht hier! Das Ausgleich! Der Ausgleich! 1-1! Da jetzt die Bayern! Weezy! Johan! Und der Kuhler 3! Bayern ist nicht geschockt, sondern reagiert schnell! 2-1 Bayern! Mafia gerade überragend mit dem Solo. Noch 9 Sekunden. Und Schluss. Leider verliert Werder hier 2:1. Trotzdem starker Leistung. So, Lukas, nächstes Spiel. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. Kontermöglichkeit jetzt für Wolfsburg. 3 gegen 2, Überzahl. Und mit links. Macht er stark. Oh, gut gespielt von Wolfsburg. Ausgleich. Super gespielt von Wolfsburg. Es steht 1:1. Oh, Fehler jetzt von Wolfsburg im Aufbau. Dortmund erhöht auf 2:1. Oh, dann kommt er noch rechtzeitig. Selber schießen können. Die Bombe. Oh, und der geht nicht rein. Starke Parade von Max.
Mann! Pass. Dortmund gewinnt hier gegen Wolfsburg. 2-1. Okay, Logos, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, einmal ein Like da lassen. Abonnieren. Und ihr wisst, wie ihr Rodriguez am Start. Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, maná, maná. Ya vi cuando llora, un corazón se ahoga.